Geliebter Vater, auch gestern hast du mich wieder zur Innenschau gerufen, so wie die letzten Wochenenden auch. Ich danke dir dafür. Es ist eine so intensive Zeit, darum möchtest du deinen Kindern immer wieder sicher sagen, fürchtet euch nicht, auch wenn die Zeit schwierig ist, fürchtet euch nicht, ich bin doch da. Manchmal kommt es mir vor wie zur Zeit, als du auf der Erde warst, Jesus Christus, als die Apostel predigen gingen. Hört auf Jesus Christus, hört auf ihn. Der Weg mit ihm ist einfach. Es ist nicht immer einfach auf der Erde hier, aber mit ihm ist es einfach. Und nur mit ihm. So auch jetzt, du willst immer wieder deine Kinder hören lassen. Hört auf mich, geht mit mir. Ich zeige euch doch den Weg. Du sagtest damals, alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt, kommt zu mir, ich helfe euch. Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Das Ende der Welt bedeutet nicht das Ende des Lebens. Du hast uns ewiges Leben gegeben. Und dieses ewige Leben zu erreichen, darum sind wir auf der Erde, um all die Dinge noch zu bearbeiten. Und es geht drunter und drüber hier, überall, Unwetter, Erdbeben, Hagelstürme, Tornados. Jedes Wochenende dasselbe Szenario, immer wieder zeigst du uns, was die Menschen, die nicht auf dich hören, alles fabrizieren. Leider arbeiten sie immer noch mit Frequenzen. Leider hören sie nicht auf dein Wort, Jesus Christus. Und immer wieder möchtest du deine Kinder stärken, im Trost und in der Liebe stärken und im Miteinander. Du hast mir gestern gezeigt, dass trotz aller Warnungen viele Teile auf der Erde sich verändern werden. Der Rheingraben, Island oben, Kalifornien, Florida, Japan, China, überall, wo die hochtechnisierte Welt Einzug gehalten hat, wo niemand mehr auf dein Wort hört, wo jeder meint, die Materie und der Strom und die Technik ist alles besser als Gottes Wort. Aber es ist nicht so. Du bist derjenige, der die Welt erschaffen hat. Du weißt sie auch zu schützen, auch wenn sich die Oberflächen der Erde verändern werden. Auch wenn ein Graben so weit auseinander geht, dass es ein Meer wird innerhalb eines Kontinents. Trotzdem bist du da. Trotzdem weißt du, deine Kinder zu holen, zu schützen und in sichere Gegenden zu bringen. Trotzdem möchtest du deinen Kindern Zuversicht schenken und sagen, hört doch auf mein Wort im Inneren des Herzens. Hört doch auf mich. Überall dort, wo die Liebe wohnt, da wohnt Gott. Nochmal an jeden Einzelnen. Lasst doch Gott, Jesus Christus, in euer Herz einziehen. Handelt doch nach seinem Gebot. Handelt doch in der Nächstenliebe. Kümmert euch um den Nächsten. Trotz aller Hindernisse auf der Erde hier. Trotz aller Schwierigkeiten, die es hier hat. Ich habe mich an einen Traum erinnert, wo mein Kind, das noch in Europa wohnt, so herzzerreißend nach Hilfe ruft. Mama, hilf mir, Jesus, hilf mir. Und du bist doch da, du bist doch da. Es ist wohl diese Zeit der Reinigung der Erde, die viele Turbulenzen bringen wird. Und du kannst gar nicht alles verhindern. Warum? Nicht, weil du es nicht verhindern kannst, sondern weil die Menschen nicht auf dein Wort hören, weil sie deine Warnungen nicht wahrnehmen, weil sie es einfach besser wissen wollen wie du. Das ist das Problem. Du kannst jedem helfen, wenn er sich nur helfen lässt. So ist es mit vielen Menschen, die du in sichere Gebiete gerufen hast. Und sie sind mit diesem und jenem nicht zufrieden. Immer ist irgendwas, was dem Einzelnen dann nicht passt und nicht gefällt und er doch wieder in Gefahrengebiete zurückgeht. Ja, Vater,
Wie sollst du den Menschenkindern helfen, wenn sie nicht auf dein Wort hören? Hinterher kommen die Anklagen, ja, du hast mir nicht geholfen. Aber das stimmt ja so nicht. Du hilfst wirklich jedem, ich spür's doch, ich seh's. Ich erleb's jeden Tag. Darum möchte ich einfach nochmal in die Welt rausschicken. Hört auf Jesus Christus. Hört auf seine Warnungen und benehmt euch, wie er es von euch in euer Herz legt. Wie er zu euch auch ist. So wie Gott zu uns ist. So können wir doch die Liebe von ihm aufnehmen und in die Welt weitergeben. Wo ist denn das Problem? Wenn jemand geliebt wird und es dann weitergibt, nichts Schöneres gibt's doch auf der Welt. Und dieses Leben mit dir ist dann ewiglich. Dieses Leben ist unvergänglich. Und die Schwierigkeiten auf der Erde, wo wir noch unsere Charaktereigenschaften ändern, wo wir noch an uns selber arbeiten, wo Vater uns in die Waschmaschine Gottes steckt durch Krankheiten, durch, wir nennen es immer Schicksalsschläge oder einfach irgendwelche Turbulenzen. Es gilt trotzdem, dass du für jeden Einzelnen da bist. Und auch in den Gefahrengebieten weißt du, die Menschen zu führen. Ganz oft geht es eben nur wie bei der Sintflut über den menschlichen Tod hier, über die Materie, dass sie dann sterben. Aber das heißt nicht, dass du dich nicht um jeden Einzelnen kümmerst. Du kümmerst dich um ihre Seelen, du bringst jeden Einzelnen dahin, wo er sich in seiner Entwicklung, in seiner Liebe, in seiner Nächstenliebe, in seinem Verhalten hinentwickelt hat. Genau das wird er zu sehen bekommen, zu spüren bekommen. Jemand, der hier auf der Erde nur geizig und hartherzig ist, wird es in den Seelenebenen zu spüren bekommen. Sein eigenes Verhalten wird sich ihm zeigen. Er wird es spüren, Saat und Ernte, Ursache, Wirkung. Immer wieder dieselben Gesetze, immer wieder dieselben Worte von dir. Und trotzdem liebst du jeden Einzelnen. Du liebst uns aus vollem Herzen, mit deiner vollen Allmacht und mit deiner vollen Gottesgröße. Aber im Himmel herrscht auch Ordnung. Es kann nicht Unordnung sein, wo du wohnst. Das ist gar nicht möglich. Da, wo du bist, da ist die Nächstenliebe, da ist die Ordnung, deine Weisheit, deine Ernsthaftigkeit, deine Geduld, deine Liebe und deine Barmherzigkeit über allem als Krone, die Barmherzigkeit Gottes, die auch in dieser Zeit spürbar ist. Du hast viele Heerscharen von Engeln, die du auf die Erde schickst, um zu helfen. Um zu helfen, wo es nötig ist. Und sie dienen dir, ohne nachzudenken. Oder, das ist eigentlich falsch ausgedrückt. Sie dienen dir, weil sie einfach deine Liebe in sich tragen und sie aussenden. Nachdenken tut jeder Einzelne eben schon. Aber sie sind da. Und es ist nicht Eigenwille da. Und nicht, ach, ich komme zu kurz und ich brauche dies noch und ich brauche jenes noch. Nein, es ist eine Einheit mit dir. Und das ist das Schöne. Diese Einheit mit Gott Vater, mit Jesus Christus, das bringt den Frieden ins Herz. Das bringt die Liebe auf die Erde. Das bringt das Miteinander in die gesamte Schöpfung. Dann müsste kein Wald abbrennen. Es müsste kein Vulkan explodieren. Und es müsste kein Hagelsturm oder ein Erdbeben die Häuser zerstören. Aber wenn die Menschen nicht aufhören, in unendliche Höhen zu bauen, ohne deine Ordnung, ohne deine Weisheit, dann geht's schief. Das ist ja logisch. Es hält viele Jahre jetzt. Wenn ich mir die Weltgeschichte anschaue, ist es im Grunde recht schnell gegangen. Tausende von Jahren hat die Menschheit ohne Strom gelebt. Jeder hat in seinem Tageswerk gearbeitet, hat seinen Teil vollbracht und durch die ganze Technik und durch alles Übermaterielle ist alles durcheinander gekommen. Und du bist der Einzige, der es wieder in Ordnung bringen kann, der allen Schrott der Erde wieder
in die richtige Gottesordnung bringen kann. Und wir bitten dich darum, Vater, dass du das wirklich machst. Jeder im Herzen, der mit dir lebt und betet, weiß das, dass du es in Ordnung bringen kannst. Danke, Vater, dass du so nachhaltig und immerwährend für uns da bist. Von ganzem Herzen, danke. Amen.